Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Holzheimer Polster Challenge mit dem Marschierer. Hallo. Hallo. Wir sind am Sonntag angelangt, oder? Sonntag? Ja, Sonntag ist es. Und wir sind immer noch fleißig dabei, unsere Ernte, den ist mal ganz vorsichtig, einzufahren, beziehungsweise die Balben zu verkaufen. Wir haben jetzt schon stolze 281.000 angesammelt. Das ist schon jede Menge Geld, muss man einfach so sagen. Und, aber wir kennen natürlich kein Limit. Es geht immer weiter, weiter, weiter. Unser Ziel ist die Prämos. Und die werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Woche, also wahrscheinlich nicht heute, bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, werden wir die dann kaufen. Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Oh, das ist ein Zaun. Das dürfte eng werden. Nächste Woche? Nö. Was dann? Die Einfahrt. Das schaffe ich, Marschierer. Arbeitsstellung, klingt gut. Nehmen wir die. Ah, da oben sehe ich einen Drescher fahren. Und da vorne ist ein Ladewagen. Aha, da drüben bewegt sich was auf der anderen Seite. Also ich bekomme nicht alle mit, ne? Das wird nichts hier. Lalala. Ich bin schon wieder voll. Das ist doch Wahnsinn, ey. So, warte mal, wir gucken ganz kurz noch den Preis. Preis ist gleich. Ich habe vorher gehört, am Landhandel wird irgendwas für teuer Geld angeboten, beziehungsweise... Was? Ja, Soja. Soja, wer hat denn Soja von uns? Nee. Doch, Soja. Oder? Was ist denn das dritte Symbol? Ist das Hafer? Das dritte Symbol, glaube ich, ist momentan in der Nachfrage. Naja... Wir haben eh nichts davon. Wir haben hier ein bisschen Weizen haben wir noch im Lager, aber das werden wir erstmal drin lassen, solange wir nicht... Ah, nee, Hafer. Ja, werden wir erstmal drin lassen, solange wir nicht in Geldnöten sind. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Die 3 ist auch noch eine sehr, sehr schöne Wiese hier unten. Was kostet die 3? Nochmal so, ne? Schon mal nachgeschaut, glaube ich. 100.000! Also 103.000, ne? Und die 4? Die 4? Ja, die 4 kostet 185. Ist auch nicht teuer. Ist auch nicht teuer, ne? Also eigentlich ist alles erschwinglich, sagen wir mal so, ne? Aber wir machen jetzt erstmal unsere Arbeit, dann schauen wir mal, wie spät es ist und wie viel wir noch zu tun haben. Und dann können wir uns ja prinzipiell immer noch umentscheiden, theoretisch, weißt du? Mhm. Weil wenn wir da nichts mehr zu tun haben, ist ja auch blöd. Aber wichtig wäre auf alle Fälle mal alles wegbringen, alles nochmal düngen, weil das bringt es wirklich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh. So, einmal abladen. Das müsste dann jetzt geben. Da müssen wir gleich auf 312.000 Euro sein. Ja. Also wir haben jetzt die Woche schon 90.000 verdient, ne? Aber wir sind noch nicht fertig. Ich glaube, dass wir die Woche über 100.000er Column auf alle Fälle kommen. So, das heißt, ich muss hier irgendwo links, ja. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe? Pferde. Aber Pferde ist halt zu anstrengend mit dem Ausreiten, weißt du? Weil Pferde gibt auch nochmal richtig Asche. Dauert zu lang. Dauert zu lang, ja. Stimmt auch wieder. In 10 Spieltagen, glaube ich.
Boah, ich muss hier rein. Hast du schon wieder ein paar Ballen für mich, ja, ne? Oder soll ich die vom Hof erstmal mitnehmen? Ja, kannst du erstmal die vom Hof. Hier fährt irgendwer vorbei mit einem JCB. Der Paul hat sich ein JCB gekauft. Der Schlingel. Aber ja, die wissen natürlich auch, dass sie schneller arbeiten müssen. Ja, zum Abfahren finde ich den JCB okay. Ja. Oder ist das, der ist doch gar nicht teuer, glaube ich, ne? Kommt drauf an, welcher das ist. Ah! Ja, bei Ron und Co. wird gearbeitet, sehe ich schon. Ich weiß nicht, ob ich den Anhänger voll bekomme, aber ist auch nicht so schlimm. So, warte mal, lass mich mal gucken, was der JCB kostet. Der war unter den mittleren wahrscheinlich drin, ne? JCB. Der kostet 65.000. 170 PS. Er fährt halt 75, wenn du willst, ne? Der kostet aber schon fast 80. Warte mal, was sagt denn das Konto von denen? 23.000 haben sie noch. Ja! Schwierig. Oh, aber Simon und Ron holen auf. 64.000. Wie geht's denn nicht unseren Hühnern? Geht's euch gut? Ja, ne? Was macht das Gackerleben? Läuft. Produzieren die jetzt eigentlich schon was oder sind die kaputt? Ah, ne. Mist haben sie produziert, aber noch keine Eier. Na toll. Hühner brauchen eine saubere Futterstelle. Füttere sie mit einer Mischung folgender Zutaten. Ja, da bräuchte man auch alles. Shit. Naja. Hier sind sie trotzdem schön zum Anschauen. Es wird der Tag kommen, da wo ich einfach einen Strohballen aus der See mitnehme. Oh, wir haben schon ein bisschen Mist. Was machen wir denn mit dem Mist? Warte mal, haben wir nicht irgendwie Gewächshäuser hier drin? Das wäre doch auch nochmal eine Idee. Wo waren das drin? Bei Global Company? Nee. Dekorationen? Irgendwo hatte ich doch was gesehen. Es gibt auch fertiges Hühnerfutter, ne? Ja, lohnt sich das für uns? Ja, zum Testen, ob die auch diese Zusatzfrucht da Zuckerrüben, Karotten mit annehmen. Ach so, meinst du, ja? Ah nein, jetzt habe ich zwei Strohballen mit. Ich hab's gewusst, dass das nach hinten losgeht. Egal, wird alles verkauft. Einmal nicht gucken, ne? Hast du schon eine Mischung wieder drauf? Rübenernte ist zwar schön und gut, aber dauert lang. Dauert lang für wenig Ertrag. Also für Ertrag schon hoch, aber gibt kein Geld dafür leider. Eben. Das ist so. Das kannst du machen, wenn du nicht in der Challenge bist, dann kannst du das machen, ja. Aber sonst, nee. Lohnt sich, glaube ich, nicht so doll. Boah! Alles gut. Boah, war das knapp.
Ne, ist nur Standard-Hühnerfutter. Ja, schlecht. Also was ist schlecht? Also, ob die jetzt was geben oder nicht, ist mir eigentlich schnuppegal, ne? Ja, ist nur Weizen. Ja, das bringt nichts. Müssen wir nochmal großartig Karotten ansehen, du. Ballen entladen, bitte. Jawohl. Das hätte ich gerne. An dieser Stelle entladen? Jawohl. Gibt natürlich jetzt nicht so viel, wie ich mir gehofft habe, weil ich habe 2 Strohballen mitgenommen, aber ja. Warte mal, Maschira, wie viel haben wir gesagt? 365.000? Ich glaube, ja. Alter, dann eine Tour noch, dann haben wir es drin. Schaffen wir das? So, das heißt, wir machen jetzt, warte mal, hier habe ich aufgeräumt, glaube ich. Ja, dann machen wir jetzt da drüben weiter. Alter, wenn du einmal anfängst, es hört nicht mehr auf hier. Weiß gar nicht mehr, was dieser Motor kostet, dieser, weißt du? Ja, so, ich glaube 15 oder so. Ja. Also teuer war er zumindest nicht. Teuer war er nicht, ja. Das stimmt, weil dann hätten wir halt immer noch 2 Fahrzeuge, um den dann zu befüllen, weißt du? Den Fiat Agri würde ich dann hochstellen zum Presswerk. Weil die Ballen können wir mit dem Anhänger ganz gemütlich hochfahren, das macht ja gar nichts. Bist du schon fertig mit dem Wickeln? Ja, letzter Ballen. Fängst du dann gleich an zu düngen? Ja, ja. Das ist super. Jetzt ist es hell genug. Ich hab eben im Dunkeln gedüngt. Ah, da war nicht so geil. Hast du nicht alles gedüngt gehabt? Nee, oder? Die wir davor abgemäht haben, ja. Okay. Ich glaube, ich bringe den Anhänger jetzt echt noch voll, ne? Aber wir haben die Zeit leider nicht mehr, schade. Ach, die 5 Minuten nehmen wir dann länger auf. Ja, ich werde aber tatsächlich vielleicht eine Minute länger machen, weil ich. Wir haben letztes Mal das Problem gehabt, liebe Leute, dass die Ballen verschwunden sind nach dem Server-Restart oder Neustart. Deswegen werde ich diesen Anhänger jetzt noch wegfahren. Wenn es eine Minute länger dauert, dann bitte verzeiht mir das. Aber ich will dann nicht wieder mit Paul rumverhandeln müssen, warum das so war und so ist, weißt du? Transportstellung. Ich weiß ja, dass die Jungs sich nicht beschweren werden, weil die sagen, ja geil, Zeit. Dringend, brauchen wir alle. Deswegen bringen wir die jetzt ganz kurz noch weg. Wir werden heute aber die Premos nicht mehr kaufen, definitiv nicht. Aber dann am Montag vielleicht, ne? Schauen wir mal, wie sich das finanziell alles ausgeht. Wir haben jetzt noch ein paar Ballen haben wir noch liegen. Ich müsste ja mal jetzt abzählen, wie viele, aber es sind schon noch 3, 4. Mal schauen. Oh, jetzt noch gegen die Leitplanke. Oh, das war so klar.
unter Druck arbeiten. Ist, ne? Das ist Ron seine Aufgabe. Entschuldigung, ich wollte Ron jetzt nicht den Titel abluchsen. So, Maschira, aber ich würde sagen, es war eine erfolgreiche Woche, oder wie sehe ich das? Für uns ja. Das würde ich schon sagen. Wie ist es bei unseren Kollegen aus? Keine Ahnung. Das wissen wir natürlich nicht. Aber das hat ihr wieder gefragt, liebe Leute, wenn ihr da die anderen Folgen auch ein bisschen beobachtet. Schreibt mal gerne rein, was die gemacht haben, was die vorhaben. Das ist auch wichtig. Ob wir da irgendwas wissen müssen, ob wir uns auf irgendwas bereit oder vorbereiten müssen. Und alles solche Dinge. Ne? Das wäre nämlich auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Ja, das wäre cool, wenn ihr uns das in die Kommentare schreibt. Dankeschön da mal im Vorhinein. Wer sich da uns ein bisschen bereit erklärt zu unterstützen. Gut, ich würde schon mal das Ende einleiten. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde uns auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Und wir haben unser Wochenziel erreicht. Wir haben 369.000 Euro. Und das ist wirklich eine Stange Geld. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.